Recht herzlich willkommen zur 286. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal hier irgendwo bei dieser Geschichte mit dem Industriegebiet beschäftigt und haben hier die Zufahrten geändert, die dann dementsprechend jetzt auch wohl angenommen werden. Da steht natürlich gleich schon bald der Rückstau, ist klar. Interessant. Die Frage, ob dieses Stück Straße... Achso, die fahren ja da drauf. Okay, nee, dann müssen wir das Stück Straße behalten, wenn wir hier ja etwas fehlend haben. Ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das da auch noch anschließen könnten. Nee, das geht dann da nicht hin. So wird es tatsächlich gehen, ne? Ein Haus weg und das klappte dann da. Das würde diese Straße hier ja, zu einer guten Straße machen in dem Sinne. Ne? Ja, ich würde es dann sogar tendenziell machen wollen, weil diese Straße wird so gut wie gar nicht genutzt. Und die nächste Frage ist... Das würde auch funktionieren wohl. Das würde ja den Bereich hier noch, vor allem diese große Straße dann, sehr stark in dieses Kreuz mit einbinden und das würde auch sehr viel bringen. Gut. Jetzt mal gucken, es wird hier sogar schon angenommen. Ja, da fährt auch, fahren auch welche hier lang. Das ist schon mal gut. Hier gibt es auch einen schon, der drauf fährt. Ja, macht Sinn. Die fahren dann aus der Stadt natürlich raus, alle. Hier gibt es den ersten Rückstau schon. Ist dann die Frage, wann der Rückstau... Ach, der Rückstau ist schon hier angekommen. Fließt hier vorne aber noch relativ zügig, ne? Stellt sich die Frage, ob man hier nicht auch sowas schon gemacht hätte, besser eine Abfahrt gebaut. Ja. Zu dieser Brücke hin, ne? Jetzt ist aber erstmal nicht so aufregend, sondern wir haben ja hier unser größtes Chaos noch, welches sich hier immer weiter zieht und momentan ja sogar hier wieder ist und absolut nichts bringt, ne? Gefällt einem total nicht, ne? Jetzt habe ich den mit dem Wohnwagen erwischt. Hab diese und die drehen jetzt durch das Kreuz durch und fahren dann da wieder durch und so wieder zurück. Wird. Wenn ich dieses Stück Straße hier anklicke, was ist denn das für ein Blödsinn, dass die da durchfahren? Fahren hier hoch? Ah, weiß ich auch nicht, ne? Also das, wo die alle hinwollen, ne? Die da hinten sind. Die hier vorbeikommen, ne? Die fahren über die halbe Karte, oder was? Die kommen... Zwei davon fahren sogar hier lang. Der will hier hin. Der ist auch schon hier unterwegs. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay, der muss hier irgendwo noch sein. Da ist er nicht mehr. Jetzt ist er schon weiter vorne wahrscheinlich. Ist er schon weg. Okay, naja. Stellt sich die Frage, ob das hier...
Ach so, wir hatten ja noch diese ganz vielen Häuser, die hier überall sind, die wir überhaupt noch nicht beachtet haben, so wie diesen Friedhof zum Beispiel, der mehrere Probleme hat. Und ich gehe fast davon aus, dass wir da mehrere Probleme in der Hinsicht haben, wie wir hier sehen. Und da hinten auch. Hier ist aber allerdings Müll. Und das macht wieder unser anderes Problem mit, ne? Da haben wir glücklicherweise einen zweiten, der jetzt mal leer ist. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Hier geht auch einer wieder. Die anderen sind am Blinken. Die auch, der muss aber gemacht werden. Die auch. Das muss ich auch lernen. Wahrscheinlich unser Hauptproblem Müll oder sowas. Oder Friedhöfe. Ist ja auch schon immer gerne ein Problem von uns, ne? Da ist in der Stadt auch einer, auch nicht leer gemacht. Und schon geht das Problem los, ne? Ja, dann kann man natürlich irgendwelche Mods installieren, die das managen, ne? Aber ja, will man das? Auf der einen Seite ja, will man. Weil es nervig ist, auf der anderen Seite, das macht das Management doch aus, oder? Hier gibt es keine Arbeitenden. Das läuft auch. Weiß nicht, oh, hier guck mal. Ganz große Probleme hier auf der Mülldeponie. Machen wir erst welche auf. Die sind ja schon entleert. Und das ist dann unser Stadtproblem gewesen wahrscheinlich. Dass der Müll nicht abgeholt worden ist, ne? Und natürlich auch die Bestattungen nicht stattgefunden haben und so die Leichen irgendwo gelegen haben und verwest sind und dann war man nicht so amused. Mach das mal an. Und den machen wir auch an. Während wir ja eigentlich Krematoren haben wollten, mehr, ne? Mehr da viel zu viel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, der das geschrieben hatte, aber jemand hatte geschrieben, hier, da haben wir wieder so ein Problem mit dem Zugang, ne? Wie gehabt. Okay, das ist dann so. Ja. Die Stadt ist so gewachsen, ne? Das ist halt so. Und das wäre jetzt die Frage, ob man nicht vielleicht mit einer neuen Stadt anfängt, ne? Vielleicht haben wir da ja eine Meinung zu und jemand schreibt da mal in die Kommentare was zu, ob man mal was Neues anfangen sollte. So, mit mehr Sinn und Verstand am Anfang vielleicht. Nicht so kurze Kreuzungen nacheinander von vornherein machen, sondern längere Straßenbereiche machen. Hauptstraßen gleich von vornherein eingeplant zu haben, die nachher auf jeden Fall welche werden. Sollte man vielleicht machen, oder? So, wie sieht's jetzt hier aus? Die blinken alle.
Die sind da schon alle gut. Hier sieht man schon auch, die Müllabfuhr hat ein Problem. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin mir ja jetzt nicht so ganz sicher, ob wir da weitermachen wollen, wo wir jetzt hier gerade sind. Irgendwie sollten wir mal schauen, dass wir das anders machen vielleicht. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt, ich muss hier weitermachen. Ich könnte auch neu anfangen. Weil es gibt so Dinge, wo ich dann sage so, boah, das hier war auch so ein Ding, was ich eigentlich gar nicht gebraucht habe, ne? Ja, bringt mir das was auf der Karte, ne? Irgendwo muss noch die Straße ausgewählt sein. Ist das noch immer hier? Weiß gar nicht wo. Ja. Ich glaube, ich würde das Problem hier mal sein lassen und nochmal anfangen wollen mit einem neuen Städtchen. Und dazu würde ich jetzt auch mal gerade gucken. Würde das hier mal gerade speichern. Machen wir mal 286, ne, ist es ja die Folge. Und gucken uns dann mal an. Spiel verlassen, aber zum Hauptmenü. Seid da live dabei und wir werden kurz mal rüber gucken, was wir machen können. Ich habe ja nicht alle Mods da, nicht alle DLCs da, sondern nur so ein paar. Müssen wir mal reingucken jetzt hier. Neues Spiel. Wir haben ein paar Sachen, was mich auf der einen Seite sehr interessieren würde, wäre eine Winterlandschaft zwar, aber ich habe mir das schon mal angeguckt, bin jetzt nicht so da, wo ich sage, boah, das ist hier ganz toll, das gefällt mir oder sowas. Das ist, ja, frostig, zwar ja, aber verschneite Küste, Winterhügel, das mit dem Streufahrzeugen und sowas, das ist so nicht, wo ich sagen würde, das ist das, was ich mir vorstelle, dass man Straßen frei macht oder sowas, sondern das ist im Endeffekt nur die Müllabfuhr, die wir jetzt auch schon haben und die machen halt Straßen frei, was anderes ist das nicht, ne? Also vom Dingens her, Bild her, sieht hier Lake Dale aus, der Stadtname hier, oder beziehungsweise Frostland sieht ganz nett aus. Ich könnte mir auch vorstellen, das so zu machen, dass man sagt, hier, ich will einen Staudamm haben. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht so ganz, wo der Staudamm am besten ist, ne? Großer Fluss, grüne Prärie, Inseln, Klippenbuch, das sind ja alles keine tollen Sachen hier. Hohe Hügel sind natürlich interessant für Dämme. Ich weiß gar nicht mehr, für welches. Das hier steht ja für Snowfall. Preußenhügel. Da könnte man bestimmt einen guten Damm bauen, oder? Kann das sein? Würde man dann überlegen müssen, ne? Staubbecken, nicht Staubecken, sondern Staubecken. Archipel, ne, das ist so überhaupt nicht meins, so Inseln. Öde Ebene. Hohe Hügel. Also, das hier würde mich noch am meisten wahrscheinlich reizen. Aber da würde ich jetzt ganz klar fragen, Leute, schreibt das mal bitte in den Kommentaren rein. Hier sind ja einige Sachen, die wir da auswählen können. Hier unten gibt es noch Nebelküste und sowas. Dafür braucht man aber noch einen Dingens. Campus Add-on DLC, keine Ahnung. Hier haben wir Green Cities, die da noch zukommen müssten. Hier haben wir Industries. Das mit den Industries ist vielleicht der nächste Punkt, den ich noch ganz nett fände. Muss ich mir mal angucken. Und hier haben wir noch Park Life. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Ne? Mal gucken, ob ich da mal irgendwann zukomme und sage, jo, ich möchte das dann noch dazu haben. Mal schauen. Aber jetzt hier, also mein Favorit ist momentan hier Frostland. Oder Frostland, keine Ahnung. Frostland. Sieht so aus, als ob man hier einen Staudamm bauen kann und dann Wasser aufstauen kann vielleicht. Oder hier müsste man dann mal schauen. Ne? Allerdings ist dann nachher auch die Straße unter Wasser, die da vielleicht lang geht oder so. Muss man mal gucken, ob da was geht oder nicht. Gut, jetzt würde ich hier aber erst einen Cut machen wollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare auf jeden Fall bitte reinschreiben, ob wir mit Frostland zum Beispiel weitermachen sollen oder ob ihr eine andere Idee habt. Gucken wir uns dann an und ja, teilt das ganze Video auf anderen Kanälen, dann kriegen die das auch noch mit, was wir hier neu anfangen wollen und vielleicht mal von klein auf eine neue Stadt aufbauen. Vielleicht seid ihr mehr integriert, fände ich auch ganz cool. Alles klar, bis dann, tschüss!